Ja, Waldmannsheil-Freunde, herzlich willkommen zurück wieder hier zu einem neuen Film. Ihr wundert euch jetzt bestimmt auch schon, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Komische Landschaft, warmes Wetter, Anfang Frühling, was ja eigentlich in Deutschland nicht so geil war. Jedenfalls in Suhl, wo ich jetzt war, da waren Minusgrade und Schnee. Ja, wo bin ich denn? Richtig, ich bin in Italien, habe ich schon ein bisschen angekündigt gehabt, für den einen oder anderen, der es mitbekommen hat. Und ja, wir sind hier in Siena, in Toskana. Und ja, ich möchte euch heute mal ein bisschen mitnehmen auf die Fasanenjacht, so ein bisschen. Dann wollen wir so ein bisschen euch einen allgemeinen Film zeigen mit ein paar Kumpels. Ja, wie man hier ein bisschen ein Wochenende verbringen kann. Ihr hört schon die ersten Schüsse. Fasanenjacht. Hinten findet gerade der Drückjagd statt. Ganz hinten in den Bergen. Haben wir gerade schon die erste Sau gesehen. Das war ein Frischling. Auf mehrere hundert Meter waren das. Bis über 400, 500 Meter. Und ja, ich bin selber auch gerade sehr impressed und ich hoffe mal, man merkt vielleicht auch ein bisschen, ich versuche ein bisschen die Stimmung rüberzubringen und alles, weil das ist schon eine richtig geile Sache, was ich jetzt hier durch meinen lieben Freund Luca hier ein bisschen, wahrnehmen kann, hier in Italien mal Fasanenjagd zu machen, ist ja, denke mal, auch mal eine schöne Sache und mal ein bisschen Abwechslung und vor allem bei Sonnenschein 14, 15 Grad plus, das ist ja mal abnormal krass. Ja, deswegen, wir werden jetzt gleich mal auf unseren Hundeführer und Jagdführer warten. Wir werden uns dann hier ein bisschen rumführen, dass sie uns ein bisschen anleiten und dann schauen wir mal, was wir so Schönes mit hier aufnehmen können und erleben. Ich freue mich megamäßig und seid mal gespannt, denn ich bin's erst recht. Also, schauen wir mal. Leider hat Luca vorbeigeschossen, ist aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, wir sind alle in der Sache zum Spaß da. Wir haben gesehen, der hat nichts abgekriegt, alles gut. Und ja, 5 Minuten und erster Fasan. Schönes Bild, ich hoffe, man konnte ein bisschen was sehen. Aber die Landschaft ist wirklich krass. Also Paula, du, ich denke mal, die Anhöhen hoch und runter rennen, ist schon krass. Ist schon krass. Also, schauen wir mal. Aber schon mal geil. Wir suchen jetzt noch mal ein paar Fasane. Wir hatten gerade noch mal 2 Stück vor. Ich habe vorbeigeschossen. Oh, ich war schon mal zu hoch gewesen mit der Schiene. Das war ein bisschen Shit. Aber trotzdem geiles Erlebnis, wie gerade für das erste Mal. Schnell genug war ich, leider nur ein bisschen zu hoch. Und jetzt gucken wir mal noch mal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir hier noch mal was. Weil in der Sache, ja, müssen wir mal gucken. Und danach kam noch mal ein Fasan in der Baumreihe. Da habe ich mich fast gemault. Leider hat unser Jagdführer auch vorbeigeschossen, weil es war viel zu weit. Wir haben 20er Schrot. Und dann musst du innerhalb von 10, 15 Meter schießen und das schaffst du nicht, wenn ja, der Fasan schon auf mindestens 30 Meter wurde abgestrichen ist. Ich weiß nicht, ob Paul es aufgenommen hat. Ja, geil, trotzdem. Wie gesagt, kein Jagddruck überhaupt nicht hier. Du kannst entspannen einfach ein bisschen und wenn da mal was Jagdliches kommt, ist es natürlich auch immer richtig geil. Die Wärme ist einfach mal abnormal krass, muss ich sagen. Also es ist so heiß, 15, 16 Grad, wenn du wirklich den Berg immer hier hinter uns hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter läufst, das ist wirklich krass. Aber egal, ist nicht so schlimm. Wir versuchen noch mal ein bisschen was. Ja.
Jetzt sind wir hier nochmal in dem Gasthaus, nenne ich jetzt einfach mal, neben der Jagd. Das war so circa 400-500 Meter entfernt von da, wo wir gerade gejagt haben. Also wie ihr gesehen habt, ich und Luca, also mein Kompanie in dem Mann, haben leider unseren Fasan vorbeigeschossen. So, dann kam noch ein dritter Fasan, da hatte gerade dann der Jagdführer die Waffe gehabt. Der hatte auch noch mal versucht ranzukommen, aber leider war der Fasan Ticken zu weit weg. Der Schiedsrichter schießt mit 20er Schrot und das ist dann nicht so ganz so einfach, sagen wir es mal so. Aber dann hat dann Paolo nochmal die Waffe gekriegt, weil auf einmal meinte der Jagdführer, ja, da hinten ist nochmal ein Fasan. Da, wo ich gerade eben auf meinen geschossen habe, war ich nochmal zurückgekommen, keine Ahnung was. Die Hunde haben dann eigentlich ganz richtig gut gearbeitet und dann konnte Paul den Fasan dann schießen, einwandfrei. Also, muss ich sagen, geile Sache. Wir gucken jetzt nochmal, dass wir nochmal los können, weil jetzt blöde ist, die Jahreszeit ist nicht so optimal. Wir sagen so November, Dezember hier in Italien für Fasanenjagd optimal, weil jetzt die Waldzeit ist der Fasan und da ja, laufen die sehr viel rum, sind nicht stetig und somit in dem Revier, wo wir jetzt waren, in dem Teil, da war jetzt nicht so viel los leider. Aber trotzdem denke ich mal, so für mich, jagdlich gesehen, schon ein klasse Erlebnis, alles wirklich, muss ich sagen. Also ich bin sehr flashed und im Frühlingsanfang bei uns, wo noch Minusgrade sind, hier zu schwitzen in Italien bei 15 Grad. Top. Also ich muss sagen, schöne Sache, freut mich wirklich sehr. Und wir gucken mal, was jetzt noch möglich ist. Also seid mal gespannt und ja, jetzt essen wir noch mal ein bisschen was hier. Und ja, also dann, schauen wir mal weiter.